Hallo, Loske ist mein Name, Firma BTB. Wir treiben hier ein Fernheitskabel unter dem Klinika Weg durch, um später die Wohnungsgenossenschaft Köpenick Nord versorgen zu können, also die kölnische Vorstadt. Das sind 200er Leitungen, die wir durchführen entlang des Klinika Weges unter den EÜen. Von dort aus wird die Fernwärmeleitung weitergezogen in Richtung Spindlersfeld mit einer Gesamtkapazität zwischen 9 und 11 MW. Köpenick Nord hat dort ungefähr 870 Wohneinheiten, Wohnungen, die wir dann mit CO2-freundlicher Fernwärme versorgen können. Ja, heute ist mittlerweile Dienstag und wir haben gestern schon mit der Spülbohrung angefangen. Der hat gestern mit der Pilotbohrung. Die Bohrmaschine steht auf der anderen Seite und ist heute noch mal am Aufweiten und am Räumen, sodass der Kanal von 450 auch steht. Und auf der anderen Seite, da steht unser Trommelanhänger mit der 42er Trommel drin, mit den 66 Meter 200 310er Flexwellrohr. Wir wenden hier ein HDDD-Verfahren an. Dieses Verfahren ist ein gesteuertes Bohrverfahren mit Hilfe einer Stützflüssigkeit, hergestellt aus Bentonit. Bentonit ist ein Naturprodukt, besteht größtenteils aus Ton und hält den Bohrkanal stabil. Weiterhin fördert dieses Bentonit den ausgebohrten Boden in die Start- und Zielgrube. Im Vordergrund hier unten sieht man die Bohrstänge. Diese Bohrstänge sind 3 Meter lang. Im oberen Bereich sieht man das Magazin. Da werden diese Stänge automatisch verladen. Die Einstechbaugrube, die ist notwendig, um in der Startbaugrube auf die Bodensohle mit den Stängen zu kommen. Innerhalb des Bauvorhabens Erschließungsgebiet Kölnische Vorstadt der Firma BTB hat die Firma Procro-Systeme die Aufgabe, einen Trassenabschnitt von 2x500 Meter zu überwinden. Das ist das sogenannte Flexwell-Fernheitskabel. Wir haben es hier mit der größten Nennweite, DN150, das nennt sich bei uns Typ 200-310, zu tun. Diese Nennweite können wir in großen Längen bis über 200 Meter liefern. Hier kommen 2x188 Meter in diesem Bauabschnitt zum Einsatz. Der Bauabschnitt ist untergliedert nochmal in zwei Teile. Ein Teil besteht aus einer Spülbohrung, die ca. 150 Meter lang ist, und einem offenen Graben. Die gesamte Baumaßnahme für uns, sprich diese 2x500 Meter Trassenlänge, besteht aus insgesamt 5 Bauabschnitten, wobei 3 Spülbohrungen, also grabenlose Verlegungen, stattfinden und 2 Bauabschnitte im offenen Graben verlegt werden. Das Flexwell-Fernheitskabel ist ein Produkt, welches wie ein Kabel gehandhabt wird. Das sieht man also hier im Hintergrund. Es ist auf großen Trommeln aufgewickelt. Die größte sehen wir hier, hat einen Durchmesser von 5,10 Meter, wird dann also abgewickelt und zu der Zielgrube der Spülbohrung transportiert und dort eingezogen. Das Rohr ist überwachbar, also innerhalb des
der Wärmedämmung befinden sich Drähte, die sowohl das Brandes als auch das nordische System umfassen. Hierbei ist es wichtig, bei den Spülbohrverfahren, dass wir einen glatten, durchgehenden Außenmantel haben. Das heißt, wir können dieses Rohrsystem direkt in diesen Bohrkanal einziehen, ohne ein Schutzrohr vorher dafür eingebracht zu haben. Der weitere Vorteil dieser Rohrsysteme ist die lieferbare Länge. In dem Fall wären es maximal 235 Meter in einem Stück. Durch die Länge und durch den Aufbau des Rohres können wir sowohl die Bauzeit als auch die technischen Anforderungen bzw. Randbedingungen der Deutschen Bahn erfüllen.